Wenn weltweit Notkrankenhäuser in Zelten oder Containern eingerichtet werden, wenn in Madrid Polizeidrohnen durch die Luft surren und die Menschen auffordern, nach Hause zu gehen, wenn Massengräber in New York City ausgehoben werden, dann merken wir, dass es sich nicht um die jährliche Grippewelle handelt. Über 10 Millionen Menschen hatten sich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos mit dem Coronavirus, genauer SARS-CoV-2, infiziert. Über eine halbe Million sind bereits an der resultierenden Krankheit Covid-19 verstorben. Wir wollen heute anhand von Covid-19 den Umgang der Menschheit mit einer modernen Pandemie betrachten. Was machen wir anders als zur Zeit von schwarzer Pest und HIV? Gehören Desinformation und Unwissenheit der Vergangenheit an? Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Dieses Video ist Teil einer Reihe zu den großen Pandemien der Menschheit. Mit einem Klick hier oben rechts gelangt ihr zum ersten Teil der Serie. Das Coronavirus ist nicht neu für die Menschheit. Bereits die MERS- und SARS-Epidemien von 2002 und 2011, die jeweils knapp 1000 Todesopfer forderten, wurden durch Coronaviren verursacht. Es gibt Arten von Coronaviren, die ständige Begleiter der Menschheit geworden sind, aber in der Regel nur milde Erkältungssymptome verursachen. Bereits seit den 1930er Jahren kennen wir Coronaviren bei Tieren. Mit seiner recht langen Inkubationszeit von durchschnittlich 5 Tagen und der Möglichkeit einer Tröpfcheninfektion hat es ideale Bedingungen für seine Weiterverbreitung. Zwar steigt die Übertragungsrate erst dann deutlich an, wenn die Patienten symptomatisch geworden sind, wenn sie also beginnen zu husten, die Inkubationszeit aber gibt dem Virus die Möglichkeit zu reisen. Und das geht im 21. Jahrhundert sehr einfach und sehr schnell. Die schwarze Pest, die verbreitete sich noch primär über die Handelsrouten von Segelschiffen und Fuhrwerken, sodass es mehrere Jahre dauerte, bis sie sich in ganz Europa ausgebreitet hatte. Corona fliegt. Allein die Airlines dieser Welt brachten es 2019 auf etwa 40 Millionen Flüge, über 100.000 pro Tag. Diese Flüge geschehen in einer Welt, in der über 7 Milliarden Menschen auf engstem Raum zusammenleben, häufig in urbanen Zentren. So war es dann auch nicht überraschend, dass sich Corona in kürzester Zeit über den gesamten Globus verbreitete. Sprach man im Januar noch mit mildem Interesse von einer lokalen Epidemie in Wuhan, China, gab es bereits Anfang Februar Fälle in Asien, Europa und Amerika. Im März begannen weltweit die Lockdowns, als Covid weltweit schon viele tausend Todesopfer gefordert hatte. Interessant ist das in zweierlei Hinsicht. Zwar können Pandemien heute viel leichter übertragen werden und sich global ausbreiten. Gleichzeitig aber geschieht dies in einer globalisierten Welt, in der Informationen noch schneller und hocheffektiv ausgetauscht werden können. Der Harvard-Epidemiologe René Nihus sagte dazu, unsere globalisierte Welt ist gleichzeitig Fluch und Segen. Durch sie können sich Krankheitserreger überhaupt erst so schnell ausbreiten, aber sie erlaubt uns auch, viel schneller darauf zu reagieren. Die Reaktion der Menschheit an sich ist beeindruckend und es hat unseres Erachtens noch nie etwas Vergleichbares stattgefunden. Das öffentliche Leben wurde binnen Tagen heruntergefahren, Schulen schlossen ebenso wie Einkaufszentren und Kinos, das Nachtleben endete. Menschen blieben im Homeoffice, trugen Masken, Polizei, Drohnen und Apps überwachten und steuerten den Stillstand des 21. Jahrhunderts. Virologen, die bis dato ein weitgehend unbehelligtes Leben im Elfenbeinturm oder vermutlich genauer in einem grauen 70er-Jahre-Betonblock im Außenbereich der Uniklinik fristeten, erlangten nationalen Ruhm und wurden unfreiwillig zu Lenkern der Gesellschaft. Die Maßnahmen waren einschneidend, aber durchaus effektiv. In allen Staaten, die die Lockdown-Maßnahmen vornahmen, sank die Reproduktionszahl in den Folgewochen rapide ab. Die erste Welle der Pandemie schien eingedämmt. Dieses relativ zügige und quasi globale Handeln der Menschheit ist nicht nur das Ergebnis eines schnellen Informationsaustauschs, der heute global nach Sekunden gemessen werden kann. Sie ist auch zurückzuführen auf einen gesellschaftlichen Druck, der sich in den sozialen Netzwerken und damit in der Bevölkerung aufbaute. Wurden Maßnahmen verzögert, wie etwa in England, machten die Menschen schnell ihre Haltung dazu deutlich. Geht also die moderne Gesellschaft aufgeklärter, besser und konsequenter mit Pandemien um als die Generation vor uns? Die Antwort ist sicher ja.
Aber gleichzeitig beobachten wir im Zusammenhang mit Corona exakt die gleichen Muster wie schon bei schwarzer Pest, spanischer Grippe und HIV. Informationen werden teils verschleiert. In Russland zum Beispiel scheint kaum jemand an Covid-19 zu sterben. In den USA erklärt der Präsident fast täglich, dass Corona endlich besiegt sei, obwohl die Fallzahlen dort rasant in die Höhe schnellen. In Brasilien versuchte man, eine Veröffentlichung der Todeszahlen ganz zu unterbinden. Und Nordkorea, das beste Land der Welt, erklärte natürlich, dass es dort keinen einzigen Fall von Covid-19 gegeben habe. Schlimmer noch steht es um den Aspekt der Desinformation. Heute kann quasi jeder mit einem Internetzugang seine Meinung mit der Öffentlichkeit teilen. Manfred Wuttke aus Castrop-Rauxel, der in seiner Facebook-Gruppe in 2 Minuten ein Virologiestudium abschloss, ebenso wie alteingesessene Verschwörungstheoretiker wie eben Donald Trump. Bleiben wir beim Letzteren. Die Menge an Falschaussagen und irreführenden Informationen aus dem Mund oder dem Twitter-Daumen des POTUS nimmt gerade mit Bezug auf die Corona-Pandemie bizarre Züge an. So tut er präzise das, was die WHO seit Jahren zu verhindern sucht. Er macht ethnische Schuldzuweisungen. Corona, so Trump beharrlich, sei die chinesische Krankheit. There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's China. Racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. Mehr noch. Trump trägt trotz seiner Vorbildfunktion nie eine Maske, faselt von der Möglichkeit, Corona mit geschlucktem Desinfektionsmittel oder mit intravenösem Licht zu bekämpfen. Seine Administration verzögerte Maßnahmen entscheidend, drängt nun aber auf schnelle Lockerungen. Es verwundert daher wenig, dass ausgerechnet in den Hochburgen der Republikaner aktuell die infizierten Zahlen wieder nach oben schnellen und seine Stammwähler weiter lautstark und augenscheinlich hirntot die Aufhebung aller Schutzmaßnahmen fordern. In anderen Ländern, auch in Deutschland natürlich, finden Fake News ähnlich reichlich Zulauf. Auf Anti-Lockdown-Demonstrationen werden Grundgesetze in die Luft gereckt, ein rechtlich durchaus interessanter Aspekt, und eben auch reichlich Unfug verbreitet, wenn auf Plakaten von der Merkel-Diktatur die Rede ist oder von Impfzwang. Die verfassungsrechtlichen Bedenken und natürlich die wirtschaftlichen Notlagen vieler Menschen lassen diese Haltung verständlich erscheinen, das Ignorieren oder gar das Verfälschen von Tatsachen allerdings nicht. Dennoch, es lässt sich festhalten, dass die heutige Gesellschaft aufgeklärter und informationsbereiter an eine Pandemie herangegangen ist. Obwohl es Viren und Bakterien in der heutigen Zeit aufgrund von Bevölkerungsdichte und modernem Personenverkehr leicht haben, sich zu verbreiten, steht dem eine globale, eng vernetzte und in der Regel handelnde Gesellschaft gegenüber. Ausgrenzung, Rassismus, Desinformation und Verschwörungstheorien gibt es genauso wie schon bei der schwarzen Pest. Sie entfalten aber vergleichsweise geringere Wirkungsmacht. Die Zahlen zeigen dann auch ein recht deutliches Bild, auch wenn wir natürlich nur die 4 verheerendsten Pandemien betrachtet haben und ein Ende der Corona-Pandemie noch nicht abzusehen ist. Forderte die Pest etwa noch bis zu 200 Millionen Todesopfer weltweit, waren es bei der Grippe von 1918 nur noch 50 bis 100 Millionen. HIV hat bis heute mehr als 35 Millionen Todesopfer gefordert. Und alle größeren Epidemien und Pandemien nach dem Anfang von HIV bringen es zusammen nicht einmal auf 10% der Opfer von AIDS. Am Ende einer etwas morbiden Reihe steht also vielleicht die optimistische Erkenntnis, dass die Menschheit im Umgang mit Pandemien dazulernt und trotz aller widrigen Begleitumstände der Moderne besser wird im Kampf gegen Pathogene. Für heute sagen wir euch danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über euer Like und euer Abo. Vielen Dank auch an unsere Unterstützer auf Patreon. Allen voran unsere galaktischen Overlords Markus Tröster, Max, Michael, Apollon, Robert und Alvarez Sebastian. Bis nächste Woche. Bleibt bitte gesund und in diesem Sinne 42. Let it go.